Die Börsen sind weiter auf Hochstimmung. Dow Jones und DAX beispielsweise waren jüngst auf einem Allzeithoch und das trotz ambivalenter Signale von der Konjunkturfront. Wir reden drüber auf dem Fondskongress in Mannheim mit Fondsmanager Markus Kaiser. Er ist Vorstand bei der Star Capital AG. Schön, dass wir auch in diesem Jahr wieder hier sein dürfen, Herr Kaiser. Schwieriges Börsenumfeld, meint man oder doch nicht? Vor allem Coronavirus, auch ein Thema hier auf dem Fondskongress in mehrerlei Hinsicht. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage? Ja, endlich mal wieder ein bisschen Bewegung, die jetzt mit dem Virus in die Märkte gekommen ist. Aber man muss insgesamt sagen, das Börsenumfeld ist weiterhin positiv für Aktien. Da würde ich mich jetzt auch von dem Virus nicht großartig irritieren lassen. Das lässt sich einfach begründen. Die Belastungsfaktoren haben sich abgeschwächt. Die Handelsstreitigkeiten USA-China sind noch nicht komplett geklärt, aber es ist in einem guten Lauf. Der Brexit wird nicht mehr unkontrolliert vonstatten gehen. Und eine ganz wichtige Komponente, die im letzten Jahr ja schon Rückenwind gegeben hat, sind die Notenbanken. Die Geldpolitik bleibt expansiv, das unterstützt die Aktienmärkte und von daher, wir sind ja Trendfolger, ja. The trend is your friend ist so das Motto und deswegen gilt es weiterhin eben auch in Aktien investiert zu bleiben. Und das heißt im Umkehrschluss auch gute Voraussetzungen, um auch in passive Instrumente zu gehen, also in ETFs beispielsweise? Ja, absolut. Die passiven Anlageinstrumente erfreuen sich ja einer immer größeren Beliebtheit. Kein Wunder, es ist ein effizienter Zugang auf verschiedene Anlageklassen, wie eben insbesondere auch Aktien. Und das Schöne an ETFs, ich setze die ja schon seit vielen, vielen Jahren ein, ist über eine Wertpapiertransaktion kaufe ich einen ganzen Index. Ist wahnsinnig effizient. Und in unserem Aktienportfolio, wo wir ja mehrere ETFs bündeln, habe ich so ein breites Portfolio von mehr als 10.000 Aktien. Das muss man erstmal anders darstellen können. Verbraucherzentralen empfehlen auch jüngst immer offensiver ETFs, auch für Vermögensaufbau und Altersvorsorge, eben weil sie kostengünstig sind. Macht das so Sinn? Ja und nein. Also ja, auf der Seite natürlich muss man auf die Kosten achten und ich glaube, das steht immer mehr auch im Fokus, weil geringere Kosten steigern letztlich auch die Rendite. Nein, weil die Kosten alleine über ein passives Investment natürlich nicht unbedingt den Erfolg bringen. Denn man muss sich bewusst sein, ein passives Investment bleibt auch passiv, auch wenn die Märkte mal auf Talfahrt gehen. Darauf müssen Anleger achten. Und genau deswegen kombinieren wir ja in unseren Anlagestrategien das Aktive und das Passive. Wir steuern die Asset Allocation aktiv, aber nutzen die Vorteile von passiven Instrumenten. Für welche Anlegergruppe sind jetzt diese Strategien geeignet? Hört sich so an, passive Elemente etc. pp., dass es vielleicht auch Anleger sein sollten, die sich schon ein bisschen auskennen. Wie würden Sie das skizzieren? Gar nicht unbedingt. Also die Spannweite ist tatsächlich sehr groß. Wir haben Privatanleger in unseren Strategien, die sich vielleicht selber auch schon mal für ETFs interessiert haben, aber gemerkt haben, naja, da ist dann schon auch viel Zeitaufwand nötig, wenn man das alles selber managen möchte, bis hin zu institutionellen Mandaten, bei denen man natürlich ganz genau weiß, wo die Stärken von passivem Investieren ist, aber ein ganz bewusstes Risikobewusstsein hat. Das heißt, hier geht es um eine strikte Risikobegrenzung nach Regelwerken und das ist das, was wir als Asset Manager leisten können. Aber auch Stiftungen beispielsweise. Hier sehe ich auch mehr und mehr einen Anlagebedarf, denn diese festverzinslichen Anlagen, die über viele Jahre die auskömmlichen Renditen beschert haben, ja, das Thema ist vorbei und gerade da sehen wir eben Potenziale auch für die Zukunft. Wir sind hier auf dem Fondskongress, es gibt viele ETF-Anbieter, deshalb die Frage natürlich, Herr Kaiser, was macht Ihre Strategie so besonders, vielleicht auch so anders und vor allen Dingen, wie sind Sie aktuell positioniert? Ja, also für uns ist es eben tatsächlich diese Kombination aus dem Aktiven mit den passiven Instrumenten. Die Besonderheit unserer Strategien ist, dass wir die Asset Allocation nicht statisch fahren, sondern dynamisch an den jeweiligen Marktentwicklungen ausrichten und darüber hinaus das Risiko begrenzen, wenn es eben mal wieder kritischer wird. Kann sich ja kaum noch erinnern, wann eigentlich so die letzte Korrektur an den Märkten war. Aber das wird auch mal wieder kommen und genau dann braucht es jemanden, der hier auf die Bremse tritt. Aktuell aber Partizipationsmodus angesagt, mutig sein, deswegen Aktienquoten voll ausgeschöpft. Solange die Trends laufen, bleiben wir dabei. Sobald es dreht, wird die Richtung gewechselt und dann heißt es mal an der Seitenlinie Platz nehmen. So macht das sicherlich Sinn und ich bin sehr gespannt, wie das Börsenjahr 2020 verlaufen wird. Herr Kaiser, herzlichen Dank für das Interview und dass wir wieder hier sein durften. Vielen Dank.